Ich will euch gleich mal was ganz Cooles zeigen. Ich habe nämlich, ihr erinnert euch an meine Spindelmontage, die schreitet weiter voran. Und jetzt habe ich, wie ich angekündigt habe im Video, jetzt habe ich meine vordere Walze überdrehen lassen. Die hole ich jetzt mal. Yeah! Das ist meine vordere Walze, der Megahammer. Und die habe ich jetzt in der Dreherei einfach überdrehen lassen. Total cool. Die mussten eine ganze Menge wegdrehen, 2 mm. Er hat auch denn nicht alles hier auf der einen Seite weggedreht, weil da so eine tiefe Kerbe war. Er sagte, die dreht er jetzt nicht mehr rüber. Und sieht das nicht krass aus? Ist das nicht cool geworden? Ja. So, Freaks. Wir fangen an, das Gehäuse zusammen zu schrauben. Es ist der absolute Wahnsinn. Ausrichten. Ausrichten. Das ist jetzt ein Edelstahllager. Ah. Na komm. Ja. Traumhaft. Ich muss so ein bisschen gucken, dass ich jetzt hier nicht irgendeinen blöden Montagefehler mache. Das Lager ist jetzt drauf. Die kommt jetzt hier so rauf. Perfekt. Zack. Wunderbar. Zack. Cool. Guck mal, hätte ich doch mal diese Schlüsselfläche entdeckt. Dann mache ich jetzt aber trotzdem. Da mache ich jetzt ein bisschen Loctite drauf. So. Zack. Der Hammer. Diese Schlüsselfläche. Sehr gut. So. Ah, sehr gut. Schön festgezogen. Aufgesetzt. Okay. Perfekt. Da geht ja gar nichts kaputt. Sehr schön. Edelstahllager, okay. Schon eine wilde Sache hier. Ich bin so heiß. Montage. Ich muss ein bisschen Loctite hier an die Schraube ranhauen. Auf damit und festgezogen. Jetzt reinhalten, aber was reinhalten. So, fest. Das sieht doch nicht schlecht aus. Passt doch. Schön. Ah, die sitzt stramm. Sehr gut. Sehr cool. Und da gehört diese Welle rein. Ein Traum. Ja. Perfekt. So, jetzt müssen wir da rein. Zack. Und jetzt von der richtigen Seite. Zack.
zack. Ah, ist das krass. Die kommt da rein. Zack. Oh Mann, ey, ist das cool. Zack. 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 So. Gut. Na, kriege ich das noch? Ja. Zack. Geil. Eigentlich logisch, ne? Eigentlich total logisch. As easy as it is. Zack. Richtig drauf. Diese Feder spannt von außen. Klack. Den Keilriemen. Klack. Klack. Krass. Geil. Cool. So sieht das aus. Und so entspannt man ihn. So, hier kommt jetzt ein Federring rein, der das Lager vorspannt hier. So, dann kommt die Dichtung da drauf. Jetzt kommen die Pins noch rein, die fehlen noch. Denn hier sind keine Pins drin, also fehlen die hier. Ein Pin, zweiter Pin. Leute, es wird fantastisch. Es wird ein guter Tag. So, ich drehe für dich durch. Na gut. Klatsch, klatsch. Und dreh mal. Boah. Wahnsinn, Wahnsinn. Cool. So, jetzt kommt hier natürlich noch die andere Buchse rein. Wir nicht vergessen. Da kommt die andere Buchse rein. So, und da oben kommt, das wundert mich jetzt, ist da oben, doch, da kommt auch ein, hier kommt auch ein Spannring rein, siehst du? Zwei Spannringe. Also da kommt auch noch so ein Spannring rein, um das Lager vorzuspannen. Also hier kommt noch so ein Spannring rein und da ist einer drin, also zwei Spannringe. Cool. Gleich schließen wir. Jetzt hole ich die Dichtung. Das ist die Dichtung. Boah. Mega. Ja, sowas. Das ist natürlich wie Weihnachten. Und zack mit der neuen über diese meinen Pins rüber. Dann hoffen wir mal, dass der Rest liegt. Boah. Freaks. Was ist denn hoch hier? Assembling! Ja! So, alles bedacht, Buchse drin. Oh! Das ist jetzt die Hochzeit! Die Hochzeit des Deckels. Zack, dadurch. So, jetzt die Schrauben. Fantastisch. Leute, zieht euch das rein hier. Ja, rausgefallen. Wieder ein Fehler gemacht. Andreas. Ja, sprach der alte Oberförster. Jetzt ist es weggerutscht. Spannfeder, keine Ahnung. Klick.
sieht schon krass aus. Wir können hier mal spannen. Ich spanne ihn nochmal. Klack. Da ist das Gehäuse fertig. Was für eine geile Bastelaktion. Ja, das erste Gehäuse zusammengeschraubt. Es hat schon wieder richtig Gewicht. Ich muss den Deckel. Ich weiß, der Deckel muss weg. Cool. Oh, ich bin fertig mit dem Gehäuse. Erstes Gehäuse zusammengeschraubt. Was für ein Spaß. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Rasenfreak. Tschüss. Ha!